Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Test. Und heute testen wir Devious Dungeon. Es ist ein 2D Dungeon Crawler Roguelike Dingensbums Spiel. Story gibt's. Wie die Geschichte erzählt, erwartet Hilltop Castle dunkle Zeiten. Ein uraltes Übel ist erwacht in den Katakomben unter dem Schloss. Der König schickte all seine Männer, um das Böse zu vernichten, das da lauert. Aber der Kerker ist tödlich und ständig in Bewegung. Gibt's ja gar nicht, krasse Story. Nur ein wahrer Champion wird in der Lage sein, den Tag zu retten. Was? Und das sind bestimmt nicht wir. Geile Story. Im Königshof. Ja, es erinnert mich sehr an Rogue Legacy. Ihr seht wahrscheinlich jetzt schon warum. Es ist ein bisschen sehr pixelig, muss ich zugeben. Also vielleicht ist das nicht so schön fürs Auge. Vor allem, wenn man es in Vollbild spielt, ganz komischerweise. Ja, wir können hüpfen, wir können bisher nur angreifen. Wenigstens kann man hier aber gedrückt halten, die Angriffstaste, sodass man die ganze Zeit angreift. Hier ist der König. Oh, ich werde dich an meine Hunde verfüttern. Tja, sorry, Jongleur. Du bist ein Dummkopf. Haha, er sagt, du bist ein Dummkopf. Ja, der König hat hier schöne Hunde. Keine Ahnung, was das für eine Rasse sein soll. Irgendeine böse Rasse. Man kann Sachen kaputt machen und man kann bei Olaf auch Sachen einkaufen. Hier, der hat zum Beispiel Waffen, Rüstung, Tränke, Amulette und all so ein Scheiß. Soweit ich das mitbekommen habe, sind die Level randomisiert. Wir gehen einfach mal ins Portal rein. Hui! Es soll Endgegner geben. Es gibt 5 verschiedene Ebenen. Hier 1, 2, 3, 4, 5. Und an jeder Ebene gibt es dann noch einen Boss am Ende, aber noch gar keine Ahnung, wie die aussehen. Also es gibt auch Bosskämpfe. Und ich habe nur das Tutorial eben kurz gespielt. Hier wird dann erklärt, yo, du kannst hüpfen und wow, du kannst gedrückt halten und kannst höher hüpfen. Du kannst auch Sachen angreifen und dann sind da tolle Münzen drin, die immer irgendwie ganz komisch wegfliegen. Das ist ein bisschen komisch. Aber ja, ich glaube, die haben sich irgendwie schon an Rogue Legacy sehr... sehr orientiert. Und man kann hier auch nach unten. Und dann gibt es hier eine coole Statue. Die habe ich zum Beispiel eben noch gar nicht gesehen gehabt. Ja. Und das ist ein bisschen wie Rogue Legacy halt auch aufgebaut. Der hier hat eben noch gesagt, oh, es gibt Geheimnisse. Oh ja, krass, hier ist eine Truhe mit einem Totenkopf drin. Der ist bestimmt mehr wert als alle anderen Sachen. Und dann ist man hier halt in seinem Dungeon drin und kann alles Mögliche kaputt hauen. Finde ich ganz cool. Bisher habe ich noch nicht gesehen... Alter, ein richtiger Gegner hier. Bisher habe ich noch nicht gesehen... ob man auch andere Charaktere spielen kann oder ob man immer denselben Typen hier spielt. Ja, Ziel ist es immer, den Schlüssel zu finden und damit dann ins Tor reinzugehen. Ihr seht oben unser Level. Wenn das voll geht, dann kriegen wir halt ein Level ab. Wow. Ich glaube, bis hierhin habe ich das auch gespielt. Ich habe wirklich nur das Tutorial gemacht. Okay, man darf den nicht berühren. Das ist gut zu wissen. Wir sammeln Geld. Und wir haben jetzt immer noch den Schlüssel. Ah, hä? Warte, ist er jetzt ausgegraut, weil wir ihn noch brauchen? Oder haben wir ihn trotzdem? Man weiß es nicht. Diese komischen Sounds, wenn man hier was kaputt macht, die sind viel zu laut. Oh mein Gott. Sehe ich, wie viele Leben ich habe? Habe ich 17 Leben? Ja, okay. Gut zu wissen. Ich weiß auch nicht, ob man irgendwie Leben dazu bekommt. Und irgendwie ist das Kampfsystem ist ja ganz komisch. Aber so was ich von dem Trailer gesehen habe, es gibt später noch mehrere Fähigkeiten. Halt auch so wie bei Rogue Legacy. Ich vergleiche das jetzt einfach mit Rogue Legacy, weil Rogue Legacy das einzige Spiel ist, was irgendwie... Oh, es gibt auch Aufgaben. So ähnlich aussieht und auch von der Spielmechanik ähnlich ist. Hilfe. Wie wegsblättern, voll witzig. Genau, man kann aufleveln im RPG-Style. Und was noch? Wir sind auf jeden Fall gleich tot. Das ist schon mal ganz cool. Vielleicht werden wir noch Level 2, bevor wir sterben. Vielleicht kriegen wir dann volle Leben. Das wäre richtig toll. Da ist auf jeden Fall der Schlüssel unten. Ob wir den bekommen, bevor wir sterben? Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir mit dem nächsten Hit tot sind. Diese komischen Gnome hier. Ach ja, und das ist das Spiel, Leute. Aber ich wollte noch sagen, dass es verschiedene Angriffsmuster gibt, wie bei Rogue Legacy. Ey, Level Up, ich möchte gerne mehr Ausdauer, dankeschön. Ja, wir haben uns geheilt mit dem Level Up. Da habe ich drauf gehofft. Ja, es gibt verschiedene Fähigkeiten später noch. Ich finde das so blöd, dass man die nicht berühren darf. Wie zum Beispiel so eine nach unten Attacke, die man ja eigentlich bei Rogue Legacy gleich am Anfang hat. Oder auch eine Dash-Attacke und alles mögliche. Das sieht so richtig krass aus, was es da noch so gibt. Das hat mich dann so ein bisschen an Ori and the Blind Forest erinnert. Da gibt es ja auch sowas. Also es ist auch so ein bisschen Metroidvania-mäßig aufgebaut. Wenn ihr mich fragt. Es kommt erst richtig spät raus. Es ist richtig nett vom Publisher, dass er mir das jetzt schon wieder geschenkt hat. So wie ich das gesehen habe, gab es auch kein Embargo. Deswegen hoffe ich einfach mal, ich darf es hochladen.
Weil das Spiel kommt offiziell erst am 30. Mai. Mai, Leute, wir haben jetzt April. Am 30. Mai kommt das jetzt raus. Ich habe gar keine Ahnung, wie teuer das ist. Aber da stand jetzt nichts von Embargo dabei. Alter! Mal schauen, wie weit wir kommen mit unserem ersten Leben hier. Und ja, es ist einfach nur ein Let's Test. Ihr müsst mir sagen, ob ihr davon mehr Folgen sehen wollt oder ob euch eine Folge langt. Ob ihr vielleicht Rogue Legacy auch geiler findet oder nicht. Ich wollte es nochmal antesten, weil es sah halt wirklich ganz nett aus. Ich frage mich, ob man... Wow. Ob man die neuen Fähigkeiten... Was sind das für krasse Laser hier? Ob man die neuen Fähigkeiten kaufen muss oder wie genau das alles funktioniert? Level up! Okay, wir nehmen erstmal die ganze Zeit Leben mit, weil... Wow, okay, jetzt weiß ich auch, was das war. Das sind quasi die Pendants zu den roten Zauberern aus Rogue Legacy. Das ist ja richtig assig, die in der Luft angreifen zu müssen. Und genauso wie bei Rogue Legacy hasse ich das auch hier jetzt schon, dass man nicht in die Gegner reinlaufen darf. Da gibt es so bessere Spiele, wo man einfach in die Gegner reinlaufen darf, die angreifen darf. Und nur wenn die halt wirklich angreifen, dass man dann Leben verliert. Genau, ach ja, es gibt... Oh, unser erster Trank hier. Es gibt, wenn man Y drückt, eine Karte. Die wollte ich euch aber gar nicht zeigen. Ich wollte euch zeigen die Aufgaben hier. Da gibt es so Aufgaben, kann man immer wieder reingucken. Guck, besiege 5 Blutwürmer, dann wird man immer Geld bekommen. Das sind auch die einzigen Aufgaben, die wir hier haben. Vielleicht kriegt man immer nur eine neue Aufgabe, wenn man die letzte gemacht hat. Oder aber es ist pro Ebene oder was weiß ich. Keine Ahnung, Leute. Also so richtig drin bin ich in diesem Spiel noch nicht. Aber das ist ja auch der Sinn eines Let's Tests. Dass man mal in ein Spiel reinschnuppert, was man sonst so nicht angucken würde. Beziehungsweise ob man, ja, man guckt rein, um zu gucken, ob es vielleicht etwas, ob es Let's Play tauglich ist. So kann man zuletzt sagen. Ach ja, Leute, und wie ist bei euch? Ist bei euch auch so warm wie bei mir? Das habe ich gestern schon im Stream immer wieder gesagt. Es ist übelst heiß geworden. Vielleicht liegt das daran, dass ich jetzt an der kalten Ostsee so lange war und deswegen kühleres Wetter gewohnt bin. Aber irgendwie in meinem Zimmer ist es übelst warm die letzten Tage. Ich habe auch heute ein bisschen mein Zimmer aufgeräumt tatsächlich, damit ich meine Klimaanlage wieder rausholen kann. Und die läuft jetzt die ganze Zeit. Ich hoffe, man hört sie nicht. Das wäre blöd. Die ist nämlich relativ laut, aber ich glaube, ich habe mein Mikro ganz gut eingestellt. Und sonst habt ihr halt so ein kleines Grundrauschen im Hintergrund. Finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Dafür, dass ich hier nicht schwitzen muss, finde ich das vollkommen okay. Weil das ist super nervig. Ich hasse den Sommer dafür, dass er mein Zimmer so warm macht. Sonst ist der Sommer ganz nett. Außer vielleicht die komischen Tiere, die überall rumfliegen und dann in deinen Energy Drink reinfliegen und alles eklig machen. Und Mücken, die dich die ganze Zeit stechen wollen und dir Malaria geben wollen. Aber sonst... Ach ja, und ich wohne leider unter so einer Dachschrägen, falls ihr das noch nicht wusstet. Das ist halt kacke, weil das isoliert so, dass es im Sommer viel zu heiß ist und im Winter isoliert es komischerweise so, dass es immer viel zu kalt ist. Egal ob meine... Ich gehe jetzt mal auf Stärke. Egal ob meine Heizung an ist oder nicht. Das ist immer einfach genau das Gegenteil von dem, was man will. Ich hasse mein Zimmer, das ist so kacke isoliert irgendwie. Aber was willst du machen? Ja, bisher, ja, 3 Gegnertypen, na 4 Gegnertypen. Also wir haben hier den Bogenschützen, wir haben den Typen mit dem Langschwert, wir haben diese kleinen Gnome und wir haben diese komischen Augen, die rumschießen. Cool. Weiß ich noch nicht, was ich von dem Spiel halten soll. Bisher ist es noch ganz nett, ist halt die Frage, ob, ach, wir haben den Schlüssel schon, ist halt die Frage, ob das auch über längere Zeit trägt. Oh, Olafs Wagen, hast du was für mich, Olaf? Ah, hier kann man jetzt auch einkaufen. Was hast du für mich? Die Heilung des Priesters ist nicht nötig. Ah, das ist hier so ein bisschen wie bei Dead Cells. Oh, ich krieg einen Burger. Gib mir meinen Burger. Dankeschön. Super geil. Gib mir mein Vater einfach mal einen Burger her. Hier, wie bei Dead Cells, dass man am Ende einer Ebene, ich glaube, das war jetzt erst eine Ebene von den 5 bis zum Boss, dass man dann geheilt wird, wenn man es dann braucht. Aber wir sind natürlich so gut, dass wir es nicht brauchen. Und können wir irgendwas kaufen? Wir haben relativ viel Geld. Wir können einen Holzschläger holen. Geil. Und anscheinend muss man das auch nach der Reihenfolge hier kaufen. Oder aber man muss Blueprints irgendwie finden. Ich fände Rüstung ganz geil, damit wir überhaupt mal eine Rüstung haben. Kampfharnisch. Okay, Kauf. Ja. Jetzt haben wir... Okay, und dann schaltet sich gleich das nächste frei. Okay, also so ist das aufgebaut, dass man immer sich verbessern muss. Keine Blueprints oder sowas. Einen Ring können wir auch noch holen. Hier so ein geil Bronzering. Warum nicht? Kling, kling. Was machen die Amulette? Weiß man nicht. Sind leider ein bisschen zu teuer. Danke, Olaf.
Ja, jetzt haben wir das sogar an. Oh, das finde ich gut. Wenn man das sehen kann und er heilt uns. 50, ah, das kostet Geld bei ihm. Okay, also nicht wie bei Dead Cells. Aber das finde ich immer schön, wenn die Rüstung, die man sich kauft, auch im Spiel zu sehen ist. Vielleicht ist das inzwischen auch schon Standard, aber ich kenne noch eine Zeit, da war das nicht Standard bei Spielen. Da stand dann nur, ja, du hast jetzt eine bessere Rüstung, aber im Spiel selber hat man davon nichts gesehen. Das finde ich immer schade. Und deswegen, irgendwie, keine Ahnung, ich habe das so im Kopf, dass es Spiele gibt, wo das halt nicht so ist. Und deswegen tue ich das immer positiv hervorheben, wenn ein Spiel das unterstützt, dass man dann sieht, was man hat. Und wenn nicht mal gleich aussieht, dann kann man sich nämlich auch richtig... Boah, ich wurde, glaube ich, das erste Mal getroffen durch einen Angriff. Kann man sich hübsch kleiden und dann muss man nicht mehr auf seine Statistiken achten, sondern hübsch gekleidet sein ist immer das Hübscheste. Das Wichtigste. Aber bisher heile ich mich die ganze Zeit wirklich nur dadurch, dass ich ein Level aufsteige. Ich frage mich halt, dass wenn man stirbt, ob man dann die Level behält? Ob es dann ein Rogue-Lite ist oder wirklich ein Rogue-Like? Wer den Unterschied nicht weiß, ich glaube bei einem Rogue, also ich weiß ihn auch nicht so richtig, aber ich glaube bei einem Rogue-Like, ich will ehrlich gesagt nicht gegen ihn kämpfen, hui! Ich glaube bei einem Rogue-Like ist es so, dass man seine Level behält und quasi mit jedem Run besser wird, den man macht. Und bei einem Rogue-Like, also mit K, ist es so, dass wenn man stirbt, dass es wirklich ein Permadeath ist und man immer wieder von vorne anfangen muss, also alle Items neu einsammeln muss, ja, seine Statistiken von Anfang an immer wieder neu hochbringen muss und bla bla bla. Also sind Rogue-Likes wohl irgendwie schwerer. Aber ich muss sagen, Rogue-Lites finde ich besser, weil ich mag das irgendwie so, ja, Progress halt zu sehen, ne? Wie seht ihr das, Leute? Welche... Oh Gott. Ich habe so wenig Leben. Welches Genre mögt ihr mehr? Das war schon die Ebene? Die war ja richtig kurz. Ich hätte richtig gern Doppeljump oder zumindest mal eine neue Fähigkeit. Ich habe aber bisher auch noch nicht gesehen, wo man überhaupt neue Fähigkeiten herbekommen kann. Hatten wir schon irgendwo den Dings hier? Hallo? Ich würde gerne diese Ebene verlassen. Ich sehe schon, komm, ich fliege gleich einfach in diese Stacheln rein und dann bin ich tot. Da habe ich gar keine Lust zu. Wo war denn dieser Teleporter? War der hier oben? Hallo? Waren wir hier oben schon mal? Ich habe fast das Gefühl... Nope, wir waren hier noch nicht. Okay, gut, dass er nur ein Leben abzieht. Oh Gott, hier sind ja noch so viele Gegner. Bitte, lass mich alle weg. Ah, da hat uns den Kopf abgeschubbelt. Du bist gestorben. Ja, auferstehen? Was passiert dann? Okay, wir behalten unser Level, wir bleiben auch derselbe Held. Dann ist es also ein Rogue-like. Gut zu wissen. Wir behalten unser Geld. Wir haben 400 Geld. Aber unsere Waffen haben wir auch behalten, oder? Ja. Haben wir. Okay, also man wird einfach immer stärker. Dann ist das wie bei Rogue Legacy tatsächlich. Und ich glaube, mit der Zeit schaltet man hier auch neue NPCs frei, etc. Also sehr an Rogue Legacy angelehnt, würde ich sagen. Da jetzt aber mein Burger da ist, möchte ich ehrlich gesagt nicht noch eine Runde machen. Das war dann das letzte Test. War jetzt ein sehr kurzes Video, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. Ihr könnt mir auch gerne wissen lassen, wie ihr dieses Spiel fandet. Von der 1 bis 10, das finde ich ganz cool. Also 10 das Beste, 1 das Schlechteste. Ich würde dem Spiel bisher so 6,5 geben. Allerdings mit dem Auge zur 7,5 hin, weil ich weiß, dass es später halt noch coole Fähigkeiten gibt und so. Wenn man den Trailer sich anguckt. Also wirklich richtig krasse Fähigkeiten. Und cool. Und es gibt auch Bosse. 6,5 ist vielleicht ein bisschen wenig. Aber jetzt für das erste Video 6,5. Aber mit Luft nach oben auf jeden Fall. Ja, lasst mich auch wissen, ob ich da vielleicht noch ein paar mehr Videos machen soll. Und ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Würde mich freuen, ob ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Eine Ausreichrolle fehlt irgendwie. Naja, tschüss.